So Leute, willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Sword Silver Nuzlocke Challenge. Wer hätte das erwartet bei dem Thumbnail und dem Spiel und wir spielen Zelda. Eigentlich. Ja. Beim letzten Mal haben wir unsere Nies gefangen. Hier ist sie nicht toll. Hallo Nies, wie geht's dir so? Ihr scheint es nicht schnell genug gehen zu können. Finde ich toll. Und haben wir verpasst, ein Pokémon zu fangen, weil blöd. Haben unsere Rivalen Swati benannt und sind jetzt hier Pokémon erhalten. Das ist toll, das freut mich. Und jetzt kämpfen wir gegen unseren ersten regulären Trainer. Es ist... Bam! Beste Beschreibung ever. Es ist Bam. Hi. Eigentlich bin ich hier, um mein Pokémon-Team nach einer Niederlage aufzustocken, aber du wirkst wie ein Schwächling auf mich. Prima, dich knüpfe ich mir vor. Alles klar. Muss nicht sein. Mein lieber Teenager Julio. Oh Gott, nein. Lass mal bleiben, mein Lieber. Ich hau dir nicht mit Nies aufs Maul. Ansonsten verreckt mir die nachher noch. Das fände ich nicht so toll. Die brauche ich. Wobei, ich brauche sie nicht zwangsweise. Das war jetzt gemein. Ich werde sie. Hör auf zu critten. Ich kann das nicht leiden. Ich werde sie wahrscheinlich nicht bis zum Ende mit benutzen. So. Das war auch ein Crit. Crit und Crit. ich werde es zwar nicht bis zum Ende benutzen, aber trotzdem ist es schön, wenn sie überlebt. Ich will einfach... Mein Ziel ist es, dass keiner stirbt, aber das werde ich eh nicht schaffen. Ich habe ja auch privat angefangen mit der... X-Nuzlocke, die ich nämlich noch nicht fertig gespielt habe. Ich werde außerdem keine Telefonnummern annehmen, einfach weil die sonst nur anrufen die ganze Zeit, was nervt. Also nur von wichtigen Charakteren wie Pension, Typi, wobei ich die eigentlich auch nicht brauche. Aber, nee. Weil er nervt immer nur mit seinem komischen Radfratz. Das tollste Radfratz dieser Welt. Ich hätte da auch zwei Pokémon verloren. Bisher. Zwei. Ich weiß nicht. Ich habe ein Militier verloren, das hat mich sehr geärgert in der zweiten Arena. Schlechte Verteidigung hat das Viech einfach, das ist unglaublich. So, das schafft Nies alleine, komm. Kratzen wir es um. Und ich habe mein, was war das erste Pokémon? Genau, ich habe mein... Das hat mich geärgert auch. Das hat mein Datiri. Datiri ist so ein geiles Pokémon in der 6. Generation. Das ist eines der geilsten Vögel überhaupt. Also der Anfangsflug-Pokémon, die man da so nur noch 15 fangen kann. gegen ein blödes Kontariolo, ey. Das hat mich ein bisschen geärgert. Das hat mich echt... Da hab ich mir gedacht, so, komm schon. Muss jetzt nicht sein, oder? Wegen Konter. Ja, aber bei Konter ist es halt recht früh schon ziemlich stark, weil es halt anfangs fast nur physische Attacken gibt. Abgesehen von den Startern und vielleicht dann noch Pikachu oder sowas. Klopft um. Bitte, Manu. Hör auf mit deinem Ruckzuck, hieb, das nervt. Und bitte, hau mich nicht um. Ich kann das nicht leiden. Ich glaube mal nicht, dass du mich umcritten könntest. Also, dass mit einem Crit, dass du mich wirklich besiegen kannst. Nee, es wäre nicht drin. Doppelte Stärke wäre bei 6 oder Maximum 7. Wäre nicht drin. Never. Dietrich. Macht man damit nicht Türen auf? Also, so als Einbrecher? Ich bin kein Einbrecher, ich kann es euch nicht sagen, aber... War das nicht so? Ich brauche mal ganz kurz einen Trank. Wichtig ist mir nur, dass Manu gerade so ein bisschen überlebt. Deswegen werde ich hauptsächlich ihm die Tränke in die Hand drücken. Aber das werde ich natürlich später mit einem Pokémon auch tun. An sich muss Nies erstmal ein bisschen was an Leveln gewinnen, bevor ich es wirklich benutzen werde. Großartig. Aber es kann mir schon eine recht gute Unterstützung sein für den, für die erste Arena. Warum auch nicht? Ich meine, wenn es ein gewisses Level hat, warum nicht? Schaden kann es nicht. Ich meine... Der Arena-Leiter hat ja nur Taubsi und Tauboga. Ich meine, die können dann nur Windstoß und da hat er eine erhöhte Spezialverteidigung und so. Eigentlich gar nicht so blöd. Jetzt die Frage, schaffst du es gegen einen Raupi? Ich meine, das ist ein Raupi. So unwahrscheinlich, so blöd es auch klingt. Ich denke, als wenn es dich gerade crittet, haut es dich sicher nicht um. Nies. Kill it, please. Oh, das dauert ein bisschen. Ich bin gespannt. Okay, also selbst mit einem Crit zieht er mir 4, maximal 5 ab. Also, wenn er fast 3 abzieht, dann würde er ja eigentlich halt 4 abziehen. Also 5, wenn er crittet. Kann ja sein. Das, ich weiß ja nicht genau, wie das berechnet wird mit dem KP. Es gibt da eine Formel für, wie Schaden berechnet wird. Aber ich weiß es nicht. Sie setzt sich ja dann zusammen aus Base, aus EVs und... Also Base-Punkte plus... Also die eigentlichen Werte einfach. Also
Die Werte setzen sich ja aus EVs, Base und DVs zusammen. Jetzt kommt der Crit. Unnecessary Crit. Das war wieder mal so ein typisches Beispiel für ein Unnecessary Crit. Einfach unnötig, wie ihr Name schon sagt. Unnecessary. Und das waren... Ich habe die Werte gar nicht angesehen. Robby. Level 3 wieder. Diesmal sollte es eigentlich ein bisschen schneller gehen. Jetzt habe ich hier ein Level abgehabt. Langsamer kannst du auch nicht mehr werden. Nies. Irgendwann bleibst du einfach stehen. Irgendwann geht es nicht mehr voran. Der Clip ist quasi in der Stelle. Ja. Wow. Das war ein Necessary Crit. Damit ging es nämlich jetzt echt viel schneller. Ansonsten hätte ich wahrscheinlich 3 Attacken gebraucht. Wobei, es müssten 2 sein. Weil, überleg, in der Generation war es ja noch doppelte Stärke bei Volltreffern. In der 6. Warum wollte ich jetzt 4. sagen? Oh, neues Pokémon. Neues Pokémon. Da setze ich aber jemand anderen. Setze ich mal kurz aber nur nach vorne. Nachdem ich ja letzte Route vergeigt habe, aus nicht aufpassen und vorbei, Kuna. Ist kein großer Verlust, muss ich sagen. Ist kein großer Verlust. Und was finden wir? Wir bekommen ein Kukuna. So viel zu dem Thema. Ich fang's trotzdem mal. Schaden kann's ja nicht. So. Ich werd's auch gar nicht eintragen seitlich, weil ich's wahrscheinlich nicht im Team behalten werde. Das ist für die erste Arena unnötig, weil es ein Käfer-Pokémon ist. Und es zu trainieren wird auch nur ein einziger Krampf. Ein Horndür hätte ich mir vielleicht überlegt, aber Kukuna, nein. Nein. So. Ich hau jetzt nochmal drauf. Wie gesagt, wenn es drauf geht, ist nicht so tragisch. Ist ein Kukuna. Müsste ich jetzt schon critten, damit es jetzt down geht, ne? Weil das Crit umgeht ja Verteidigung. Also nee, in der 6. Gen ist es so, dass die Crits nur noch 1,5 stark sind und nicht, also 1,5 Stärke haben und nicht doppelte Stärke. Was natürlich schon recht großer Buff ist. Dafür sind die, glaube ich, die Volltreffer-Stufen anders eingeteilt. Das war davor 5 Stufen, also Wahrscheinlichkeit für einen Volltreffer. Und es gibt jetzt, glaube ich, sogar noch mehr. Also es gibt jetzt es gibt jetzt 4 Stufen. Ich weiß nicht, wie genau die sind. Ich glaube, die erste Stufe ist, ich weiß die Wahrscheinlichkeit nicht, das ist das Problem. Also es gibt die erste Stufe, dann gibt es die höhere Stufe, wenn du zum Beispiel wieder sowas wie Nachthieb einsetzt. Nachthieb hat ja eine erhöhte Volltrefferquote oder Laubklinge. Dann kannst du es noch mit, Edelmut müsste eigentlich die ganze Sache verstärken. Es befindet sich in einem Zwischenstadium. Sein Körper wird immer weicher und seine Schale härter. Gute Sache. Das heißt, Bibo hat ist weicher als Horndio. Respekt. Kurz wegen Namen schauen. Es ist männlich. Wir haben sicher niemanden, der zufälligerweise ein Horndio sein wollte, oder? Würde mich auch schwer wundern. Da werde ich, teilweise werde ich sie auch nicht nach Abonnenten oder sowas benennen. Ich werde sie jetzt einfach hier frei nach Schnauze nach irgendwie benennen, den ich auf meiner Liste habe. Und zwar, oh komm, ich werde dich wahrscheinlich nicht benutzen, deswegen nenne ich dich jetzt auch nicht nach einem, nach jemandem, der auf meiner Liste steht, sondern einfach so. Ich nenne dich einfach, wie ich es in meiner Pokémon X-Nuzlocke genannt habe, da habe ich nämlich auch einen Raupi bekommen. Nenne ich es Sting. Weil, keine Ahnung. Da habe ich auch Sting genannt, deswegen dachte mir, Sting ist cool. Sting klingt irgendwie cool. Passt irgendwie dazu. Ich weiß nicht, warum ich so genannt habe. Aber ich nenne Sting. Heißt Sting nicht irgendwie so, wie ich dachte? Hier ist die Dunkelhöhle. Und jetzt bin ich mal gespannt. Was finden wir hier? Abgesehen davon, dass wir hier drin nicht viel sehen werden. Dunkelhöhle. Du. Dann gibt's halt noch die Möglichkeit, es gibt eine Scope-Linse oder irgendwas. Also ein Item, das die Volltrefferquote erhöht. Und, ja, zum Beispiel. Ein Dummiesel. Ui, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Das ist interessant. Dummiesel. Coole Sache. Soll ich es nur nicht umkloppen? Das wäre prinzipiell sicher nicht schlecht. Ich hätte jetzt nicht mit dem Dummiesel gerechnet, sagen wir es mal so. Ich habe auch keine Ahnung, was ein Dummiesel so kann. Also, es ist eigentlich... Ja, so ein Pokémon, wo ich mir denke, so, okay, interessant. Aber mehr würde ich mir dazu jetzt auch nicht denken. Hör auf, Raserei einzusetzen, das nervt. Nö, ich finde es interessant. Dann muss ich mir jetzt nur einen Namen für raussuchen. Wenn es im Ball bleibt, wahrscheinlich nicht, weil Prinzip. Bisher ist jedes Pokémon einmal ausgebrochen. Machst du es auch? Ah, nee, wunderbar. Dummiesel wurde gefangen. Klasse, Mann. Ich hätte also wenigstens noch mit einem Dummiesel gerechnet. Ich bin mir mal sicher, dass keiner hier Dummiesel angegeben hat. Deswegen werde ich mal schauen. Es wird entdeckt, wird es entdeckt, gräbt es sich ins Erdreich, um zu fliehen. Setzt es seine Flügel ein, kann es schweben. Oh mein Gott, wie geil ist das denn bitte?
Wir werden ihn natürlich einen Spitznamen geben. Seht ihr das jetzt eigentlich noch? Ich habe jetzt gerade ein Fenster offen davor, deswegen. Es ist männlich. Ich weiß jetzt nicht. Wer möchte denn bitte ein... Ja, ein Dummiesel sein? Das ist ein bisschen schwierig zu sagen. Das ist eine gute Frage. Wen nehme ich jetzt dafür? Ich glaube... Ich hoffe, du bist mir nicht böse, wenn ich dich jetzt so danach benenne. Es ist jetzt irgendwie... Es kam ein bisschen unerwartet. Ich hätte jetzt niemals mit einem Dummiesel gerechnet. Ich hätte gar nicht mehr im Kopf, dass es hier Dummiesel gibt. Ich nenne dich jetzt einfach... Faber. Der hat mir nämlich gesagt, dass er das zur freien Verfügung stellt. Und, deswegen. Faber. Ja. Das wird auch erst beim Team bleiben. Einfach Vibe-Prinzip. Ich guck mal gerade nach, was meine Pokémon jetzt für Wesen haben und sowas. Ich nehme es einfach mal mit rein. Schaden kann es nicht. Deswegen kommt da jetzt das Bild dazu. Für Kokuna ist kein Bild drin. Nur so zur Info. Kauzig. Was macht Kauzig nochmal? Ist ein neutrales Wesen. Okay. Still. Angriff, Futterspitz. Ich weiß nicht, wie es ausgelegt ist, ob das physisch oder speziell ist. Ich habe so selten Dummiesel benutzt, deswegen. Von mir aus, Schaden kannst du ja nicht. Nimm's erstmal mit rein, vielleicht fliegt's nachher nochmal raus. Ich hoffe, das war vom Namen her okay, Faber. Wenn nicht, musst du mir sagen, dann kann ich einfach nur noch umbenennen. Mache ich eigentlich eher ungern umbenennen, aber ich mach's halt auch. Also wenn du jetzt sagst, nee, es geht gar nicht. Aber das ist halt das Risiko bei der freien Verwendung. Ne, ich bin auf der Suche nach Pokémon zu viel gelaufen. Meine Füße tun weh und ich bin müde. Wenn ich ein wildes Pokémon wäre, wäre ich jetzt leichter Beute. Hi. Jetzt habe ich gar niemanden vorne. Nee, aber bisher habe ich jetzt noch kein Pokémon gefangen, wo ich sagen würde, ja, das muss jetzt unbedingt ins Team. Bin mal gespannt, was wir noch so kriegen. Zubat wäre ja auch cool gewesen. Ich mag Zubat und X-Bat vor allem. Dummiesel. Wahrscheinlich ist es echt selten und ich hätte jetzt echt voll Glück. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich find's cool. Ich kann damit leben. Es ist was Eigenes. Es ist was, was ich nicht so häufig gesehen habe. Deswegen. Kommt. Wow. Wir sind schon im gelben Bereich schon beim Tackeln. Aber okay. Warum nicht? Manuel hat ganz, ganz viele EP. Oh Gott. Anstrengung. Will ich Nies einwechseln? Nies ist geschwächt. Deswegen weiß ich jetzt gar nicht mehr. Was sind deine Werte? Spezielle Verteidigung 8, das ist jetzt nicht das Wahre. Dann lasse ich mal Manu und kriegt Manu ein bisschen EP. Schaden kann es nicht für ihn. Also er kann sie schon gebrauchen, sagen wir es mal so. Also er wird auf jeden Fall im Team bleiben. Weil Feurigel ist toll und Nupto ist sowieso cool. Ja, genau. Klopf's einfach um. Und tot. Eieieiei. Nee, es hat mich jetzt... Ich bin mit Dummiesel etwas überfordert. Gerade mental. Es gibt aber auch eine Möglichkeit, also nochmal auf die Volltreffer zurückzukommen. Da hatte ich gerade was im Kopf. Auch deswegen. Oh komm, das vergiftet mich wahrscheinlich wieder mal. Weil Hex einfach. Nee, dankeschön. Es gibt eine Möglichkeit, auf nahezu 100% Crit-Chance zu kommen. Ich weiß aber gar nicht mehr, wie das möglich war. Nee, das müsste... Stufe 1 ist normal. Stufe 2 ist, wenn du eine Attacke benutzt mit einer erhöhten... Möglichkeit, Stufe 3 mit der verteidigungssteigernden Linse, Scope-Linse was, glaube ich, oder sowas. Ja, und Stufe 4 dann mit der Fähigkeit noch. Da kannst du wirklich auf 100% Crit-Chance kommen. Wenn du alles danach auslegst, meine ich jetzt gerade. Es kann auch sein, dass ich mich jetzt täusche, aber... Komm. Nies, du kannst das. Ich habe jetzt keinen Bock hier, dass ich jetzt hier während dem Kampf Gegengift einsetzen muss. Auch wenn es nicht tödlich wäre. Oh Gott. Nies wird wieder verlangsamt bis zum Gegner nicht mehr. Warum auch immer. Was habt ihr eigentlich alle gegen Nies? Sie hat euch nichts getan. Sie hat euch doch nicht mal angegriffen. Alle machen sie immer langsamer. Das gibt's doch nicht. Naja. Es muss einem irgendwie schon leid tun, wenn sie immer alles abbekommt. So. Stirb, mein Lieber. Mein lieber Scorpi. Okay, sie sterben ja nicht. Sie gehen ja nur K.O., aber okay. Oh Gottes Willen, auf zu critten. Du Dreckscritter. Verrecke einfach. Ich hasse Crits. Abgrundtief. Nur reicht Level 10, das ist doch schön. Danke, Snap-Attacke. Dankeschön. Oh, bitte, danke. Okay, ich dachte, ich werde irgendwie wieder gerufen oder sowas. Das könnte ja auch sein. Deswegen, nee, ich werde dich sicher nicht annehmen, weil, wie gesagt, die nerven nur. Und stören ein bisschen so beim Verlauf. Vielleicht kann ich auch mal einen annehmen später.
Ich sollte dringend ein Gegengift einsetzen. Ich vergesse immer, dass das hier noch so ist. Oh Gott, mein Team sieht jetzt schon ziemlich zerlegt aus. War da hinten noch ein Trainer? Ich hoffe mal, nein. Das war nur ein Pokéball, ne? Jo, war ein Pokéball. Alles klar. So. Traumhaft. Ich will durchkommen, ohne ein Pokémon zu begegnen. Dankeschön. Nee, weil ich müsste jetzt... Erstmal kommt jetzt noch eine Cutscene. Das fällt mir gerade so ein, spontan. Hi. Also Cutscene, in Anführungszeichen, Gespräch halt. Oh Mo, du bist echt schnell. Wie hast du mich in Windeseile... Du hast mich in Windeseile überholt. In Ordnung, Mo. Dafür bekommst du jetzt etwas von mir. Hier. Mo erhält Kampfkamera. Die bekommt man hier sehr früh. Mit XY bekommt man die erst nach der Liga. Das ist voll scheiße. Diese Kampfkamera ermöglicht es dir, den Verlauf an Pokémon-Kämpfen zu dokumentieren. So, ich gehe jetzt schon mal weiter. Nochmal überholst du mich nicht. Das werden wir sehen. Auf geht's, Mary. Caps. Naja, alles klar. Also, Viola City. Nettes Easter Egg, also Easter Egg in Anführungszeichen, nette Kleinigkeit in Viola City. Das Pokémon Center und der Pokémon Supermarkt sind dunkler als in anderen Städten. In Viola City oder Teak City, meine ich, war's. Das ist so eine kleine Sache, die tatsächlich so ist. Die sind dunkler. Es ist ein dunkles Rot und dunkles Blau. An allen anderen Städten ist es ein helleres Rot bzw. Blau. Kann man ja mal anmerken. Vielleicht interessiert es ja irgendwen hier. Irgendwen von euch 20.000 da draußen. Mhm. Danke, da wollen sie wieder topfit. Komm bald wieder. Alles klar. Aber Leute, ich würde dann sagen, das war's wieder für diesen Part von Pokémon Soul Silver Nuzlocke Challenge. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir uns im Knuffensaturm umsehen werden. Ja, würde ich mal ganz klar behaupten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao.